Ein Park, in dem Träume von Garten und Musikliebhabern in den Himmel wachsen. Und das im wörtlichsten Sinn. Da gibt es die moderne Freiluftbühne Wolkenturm, dann das historische Schloss und überall uralte Baumgiganten. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Wir sind heute zu Gast im Schlosspark von Grafeneck, östlich von Krems im schönen Niederösterreich. 32 Hektar groß ist dieser Park, ursprünglich im Barock angelegt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser Park aber zu einem englischen Landschaftspark umgestaltet. Und das macht ihn für uns Hobbygärtner so interessant, denn hier gibt es an die 400 verschiedene Bäume und Sträucher und so kuriose Gartenelemente wie einen Hundefriedhof. Und das sind die weiteren Themen. Die Tage werden immer länger, der Frühsommer steht vor der Tür. Was ist nun im Garten zu tun? Wie man Wiese und Rasen richtig pflegt, wollen wir uns in Natürlich Garteln anschauen. Und Uschi mag keine Falten. Was sie dagegen tut, das verrät sie uns heute. Einen herrlicheren Tag hätten wir uns gar nicht aussuchen können. Ich bin unterwegs im Schlosspark mit dem Schlossherrn Tassilo Metternich und dem Obergärtner Alexander Malik. Bist du eigentlich, Tassilo, ein Gärtner? Ich bin kein Gärtner, aber ich habe mich in den letzten 15 Jahren so viel mit diesem Park und der Renovierung dieses Parks beschäftigt, dass ich ein bisschen dazugelernt habe, aber in keinster Weise, dass ich ihm Konkurrenz machen könnte. Nein, nein. Alexander, du warst ja eigentlich maßgeblich dabei bei dieser Rekonstruktion dieses Parks. Wo ist denn dein Lieblingsbereich? Gibt es da einen? Ja, also mein Lieblingsbereich ist sicher beim Goldfischteich, den wir gerade sanieren. Das ist ein Grundwasserteich, das ist abgesunken. Und wir müssen ja so Schwerpunkte setzen, weil der Park so groß ist. Und bei der Revitalisierung haben wir noch so viel Arbeiten, dass wir eben von Schwerpunkten anfangen einmal. Besonders schön finde ich ja die Lindenallee. Da werde ich dich gleich nachher treffen. Die schauen wir uns dann noch einmal an. Ja, bis später. Wenn man diesen Park jetzt hernimmt, Tassilo, du bist jetzt Schlossbesitzer. Ein Schloss ohne Park gibt es eigentlich nicht. Das gehört zusammen. War das für dich immer so klar? Es war immer klar und es hat auch in den verschiedenen Epochen immer zusammengepasst. Wir haben Gott sei Dank noch die Pläne, wie das Schloss und der Park früher ausschaute. Das Schloss ist ja jetzt aus dem 19. Jahrhundert. Aber es gab das Schloss in der Barockzeit, im frühen 17. Jahrhundert. Und da gab es auch einen Barockpark. Und dieser Barockpark war, wie in dieser Zeit diese Gartenanlagen gemacht waren, mit sehr symmetrischen Formen, mit Alleen, mit Buchsgärten, französische Gärten, sagt man ja auch dazu. Bis dann im 19. Jahrhundert das Schloss umgebaut wurde, im Stil des Historismus, sich anlehnend an den englischen Landschlössern. Und da hat man sich dann entschlossen, auch mit der Mode der Zeit damals, einen Landschaftsgarten zu machen. Also nicht mehr die Symmetrie, weg von dem Unnatürlichen, wie man damals gedacht hat, sondern hin zu einem Romantischen, mit großen Flächen, mit Räumen, mit Wegen, die nicht mehr symmetrisch sind, sondern geschlängelt sind und so weiter. Und das sieht man hier sehr schön. Gott sei Dank haben sich ein paar, wie die Lindenallee beispielsweise, Elemente aus der Barockzeit erhalten, die heute noch sichtbar sind und einen schönen Kontrast in diesem Park zeigen. Gibt es Plätze, wo du dich besonders gerne aufhältst? Ich liebe die Plätze, die in der Nähe des Wassers sind. Ich finde, Wasser ist immer ein wunderschönes Element in einem Park. Und wir haben das Glück, dass hier der Mühlkamp direkt am Park entlang fließt und in einigen Bereichen auch hineinfließt und es Brücken gibt, über die man drüber gehen kann. Und ich finde, das sind wunderschöne Bereiche. Und auch die Koniferen hinten, der Erbauer des Parks hat sehr Wert darauf gelegt, exotische Pflanzen hier zu sammeln, Bäume. Viele davon konnten gerettet werden und sind noch da. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Bereich des Parkes. Diese Koniferensammlung werden wir uns gleich noch näher anschauen. Zuerst blicken wir aber in den Gartenkalender. Was ist jetzt im Garten zu tun? Die Fliederblüte geht zu Ende. Wir kommen vom Vollfrühling in den Frühsommer. Die Rosenblüte steht bevor. Was ist jetzt zu tun? Zum Beispiel die abgeblühten Triebe vom Flieder zurückschneiden, damit es im kommenden Jahr wieder viele neue Blüten gibt. Ribisel, also die Beerensträucher, werden jetzt intensiv gemulcht und mit Wasser versorgt, damit es kein Verrieseln gibt, damit die Früchte erhalten bleiben. Und bei den Erdbeeren, ganz wichtig, das Mulchen mit Stroh oder Holzwolle. Dann liegen die Früchte im Trockenen und es gibt keinen Grauschimmel. Jetzt ist auch die letzte Chance, noch Dahlienknollen zu pflanzen.
wer solche Knollen im Keller findet. Meistens haben sie schon ein bisschen ausgetrieben. Und zwar so tief pflanzen, dass eine Handbreit unter der Erde diese Knolle liegt. Die jungen Triebe, die herauskommen, vor Schnecken schützen. Also absammelnde Schnecken oder biologische Schneckenkorn streuen. Dahlien kann man übrigens auch als Pflanzen setzen. Die sind aus Samen gezogen. Im Herbst kann man dann diese Dahlien ernten. Die haben dann Knollen entwickelt und die kann man dann in den nächsten Jahren im Garten verwenden. Besonders schön finde ich die Gladiolen. Und die werden jetzt auch gepflanzt und zwar nicht alle gleichzeitig, sondern im Abstand von etwa 14 Tagen werden die Knollen in die Erde gelegt. Etwa 10 bis 15 cm tief, da sieht man schon schön die Austriebe. Dieses Pflanzen im Abstand von 14 Tagen ist deswegen wichtig, weil damit die Blütezeit deutlich verlängert wird. Also eine Garnitur nach der nächsten Gladiolen blüht dann im Garten. Wichtig bei den Gladiolen ist aber das Stützen. Da hat man zum Beispiel diese Staudenhalter, die wachsen mit den Pflanzen mit. Oder man nimmt ganz praktisch einige Äste und steckt sie rund um die Knollen in die Erde. Und damit stehen die Gladiolen auch stabil und blühen wirklich viele Wochen. Und jetzt noch Veranstaltungshinweise für Gartenliebhaber. Am 26. Mai, also am Pfingstsamstag, gibt es den Tag der Artenvielfalt auf der Gartentulln. Hademar Bankhofer wird auch mit dabei sein. Am 27. und 28. Mai Attraktionen im Hochseilgarten der Gartentulln. Und am 3. Juni Tag der offenen Gartentür in 9 Privatgärten in Markt Hartmannsdorf in der Oststeiermark. Die Lindenallee ist ja der älteste Teil von diesem Schlosspark und ein Relikt aus dem Barockgarten. Wie alt schätzt man die ungefähr? Ja, ist richtig. Also sie werden so um die 300, 350 Jahre mindestens alt sein. Ihr gärtnert ja hier voll biologisch. Ja, wir sind wahrscheinlich, soweit ich gehört habe, der einzige Park in Niederösterreich, der voll biologisch arbeitet. Die gesamte Fläche, die gesamte Saison über. Das heißt, ihr arbeitet mit Kompost? Wir arbeiten mit Kompost, also um das Wasser quasi im Boden zu halten und ihm gleichzeitig zu düngen. Da kommt ein bisschen Hornspäne oder Urgesteinsmehl vielleicht bei Neupflanzungen dazu. Und ein bisschen Gießen, das ist im Wesentlichen die Pflege bei uns. Ja. Kommen wir zurück zur Lindenallee. Das ist ja der Rest aus dem Barockgarten. Später kamen ja dann die Pflanzensammlungen dazu. Da stehen wir bei den Koniferen. Das ist richtig. Also es ist, hier haben wir eigentlich den ältesten Teil der Koniferensammlung und den wesentlichen Teil. Hier in dem Bereich sind ca. 200 Sorten und Arten Koniferen gestanden und eben durch in den Kriegsjahren und durch die verminderte Pflege haben wir davon das meiste verloren. Wir haben jetzt nur 65 Koniferenarten circa, die natürlich auch, das ist also eine große Sammlung, würde auch viel mehr Pflege bedürfen, viel mehr auf das einzelne Exemplar, auf die Standortbedingungen, die so herzurichten, so zu verbessern, dass die überhaupt gut wachsen können. Also ein Riesenexemplar habe ich zuerst so am Horizont gesehen. Was war das für ein Nadelkirsch? Ja, das war eine Weihrauchzeder. Hat schon auch so einen ordentlichen Umfang mit 5,30 Meter, glaube ich, haben wir gemessen. Und das ist für Europa schon ein recht stattliches Exemplar. Das hier da sind die heimischen Schwarzföhren. Die heimischen Schwarzföhren, die natürlich am unproblematischsten sind in der Gegend. Wir haben andere große Föhren, auch noch Jeffrey-Kiefern zum Beispiel. Und die halten sich auch, aber am besten und gesündesten eben ist hier bei uns eben die Schwarzkiefer. Eine Besonderheit ist da ganz in der Nähe, das ist dieser Hundefriedhof, von dem wir schon gesprochen haben. Ja. Was hat der für Geschichte? Ja, das sind einfach über Generationen von den Schlossherren, die haben alle ihre Hunde dort beerdigt, haben alle ihre Grabplatte. Und das ist eigentlich ja, ganz nett, wenn man sich da die Namen anschaut und die Jahreszahlen. Das Typische an so einem englischen Landschaftspark, das sind ja nicht nur die Gartenräume und die Blickachsen, sondern das ist ja eigentlich das Kunstwerk an sich, also das Bild, das da entsteht. Ja, das ist genau der richtige Vergleich. Komischerweise war es am Anfang genau umgekehrt. In England, die ersten Landschaftsgärten wurden nach Bildern, nach Vorlagen in die Landschaft übertragen. Wir machen es natürlich jetzt umgekehrt und wir versuchen eben unsere Blickachsen, die wir schon haben, so durchzukomponieren, als wären sie ein Bild. Mit einem schönen Vordergrund, der durch große Blätter, kräftige Farben, kräftigere Blütenfarben dominiert werden sollte, was Nähe suggeriert. Und je weiter weg, desto heller, kleinblättriger sollte das Laub sein und die Blüten sollten im Idealfall dann auch Pastelltöne haben.
Das ist natürlich extrem schwierig. Du bist richtig Künstler. Ja, wir malen mit Pflanzen. Ein Traumjob, den du da hast. Und damit es noch mehr Spaß macht, das Garteln, jetzt die Tipps von Natürlich Garteln aus Tulln. Wir sind hier in der Kinderstube einer Blumenwiese. Jede Blumenwiese beginnt ganz klein. Das Wichtigste aber, es ist das schönste Blumenbeet, das man sich vorstellen kann. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für viele Nützlinge. Wie lege ich eine Blumenwiese an? Es gibt für jeden Standort die passenden Pflanzen. Ob es ein nahrhafter, also nährstoffreicher Boden ist oder ein ganz abgemagerter Boden mit sehr viel Sand und Schotter. Übrigens, dort sind die schönsten Blumenwiesen. Im Schatten wächst die Blumenwiese nicht ganz so ideal, aber auch dort gibt es spezielle Pflanzen, die genau dort gedeihen. Daher immer überlegen, welches Saatgut man verwendet. Das Gartentelefon hilft Ihnen dabei gerne. Der Boden wird vorbereitet, dann wird ausgesät und dann, und das ist das Schöne, wird nur zweimal im Jahr gemäht. Das Schnittgut bleibt liegen und zwar so lange, bis es völlig abgetrocknet ist, denn die Samen müssen ausfallen. Dann wird die Blumenwiese von Jahr zu Jahr schöner. Das wirklich Schöne aber an der Blumenwiese ist, sie macht weniger Mühe und man hat einen gesundheitlichen Aspekt dabei, denn das Mähen mit der Sense, das ist gesund und macht keinen Lärm. Ganz im Gegensatz zum Rasen. Ja, den Lärm, den muss man in Kauf nehmen, wenn man einen schönen Rasen haben will. Und den braucht man. Überall dort, wo eine Gartengarnitur steht, wo die Kinder Fußball spielen, dort brauchen wir einen Rasen, der benutzt werden kann. Einen schönen Rasen bekomme ich aber nur dann, wenn ich regelmäßig mähe. Einmal pro Woche muss der Rasenmäher gestartet werden. Dann wird es ein schöner, dichter Rasen. Die Höhe, auf die man ihn einstellt, sind 3 bis 4 Zentimeter. Wenn es besonders heiß ist, ein bisschen länger mähen, damit der Rasen ja nicht austrocknet. Besonders praktisch sind übrigens die Automatikmäher. Die mähen den ganzen Tag immer nur Millimeter vom Gras und man hat einen wunderschönen Rasen. Trotzdem, man muss den Rasen mehr pflegen als andere Flächen. Und da geht es zum Beispiel los mit dem richtigen Düngen. 3-mal im Jahr wird gedüngt. Im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Der Biogärtner nimmt dafür organischen Dünger oder Kompost. Damit kommt auch Leben in die Rasenfläche hinein. Der Boden wird belebt und man muss zum Beispiel auch weniger vertikutieren. Denn Moos im Rasen ist ein typisches Zeichen für Nährstoffmangel bzw. verdichtete Böden. Kommt man mit dem Vertikutierer, wird nur das Moos beseitigt, aber nicht das Problem. Also Boden mit Kompost versorgen, dann gibt es Bodenleben und weniger Probleme mit Moos. Und solche Kahlstellen, die kann man natürlich auch immer wieder ergänzen durch Rasensaat, Neuansaat. Ganz wichtig aber, den Boden zuvor lockern, zum Beispiel mit so einem kleinen Grabegerät, tiefgründig lockern, dann Kompost aufstreuen, eine dünne Schicht und einarbeiten. Dann wird glatt gerecht. Und ausgesät. Und zwar Qualitätsrasensamen. Dünn aufstreuen. Je teurer der Rasensamen, desto besser wächst er in den Jahren danach. Billiger Rasensamen keimt sofort, aber über die Jahre hinweg merkt man erst, warum man dieses teure Saatgut gekauft hat. Und dann wird festgewalzt. Und das Wichtigste, jetzt feucht halten. In den Tagen danach muss der Rasen regelmäßig gegossen werden. Denn die kleinen Rasenpflänzchen, die brauchen Feuchtigkeit. Nur dann keimen sie und dann gibt es einen wunderschönen Rasen. Wann immer eine Gartenfrage auftaucht, rufen Sie uns an. Am Gartentelefon sind wir da für Sie von Montag bis Freitag. Und da gab es diesmal die Frage: Der Marienkäfer, der bei mir im Garten auftaucht,
sieht plötzlich ganz anders aus wie der Siebenpunkt, den ich kenne. Was ist das? Das ist der Harlekin-Marienkäfer oder asiatischer Marienkäfer. Er ist im Jahr 2002 aus belgischen Gewächshäusern entfleucht. Er wurde dort zur Schädlingsbekämpfung ausgesetzt. Er sollte die Blattläuse fressen und man dachte, er ist nicht winterhart. Er ist aber winterhart und hat sich mittlerweile auf halb Europa ausgebreitet und vermehrt sich rasend schnell. Zu Hunderten, ja zu Tausenden findet man sie auf Hauswänden, vor allem an gelben Hauswänden und in Fensterritzen. Was tun? Im Prinzip ist er ein Nützling. Er frisst Unmengen an Blattläusen, bis zu 200 Stück, frisst eine Larve dieses Marienkäfers pro Tag. Man muss erst in den nächsten Jahren beobachten, welche Auswirkungen er auf andere Käfer hat, zum Beispiel auch auf die heimischen Marienkäfer. Angeblich frisst er auch die Larven dieses Marienkäfers. Und da sieht man die Problematik, wenn fremde Pflanzen oder fremde Tiere ins Land gelangen, wie sie sich eingliedern in den Naturhaushalt. Wir kommen jetzt zu einer Pflanze, für viele ein Unkraut. Capsella bursa pastoris, das Hirtentäschchen. Eine Pflanze mit ungeheurem Ausbreitungsdrang. 60.000 Samen pro Pflanze bildet so ein Hirtentäschchen. Und daher findet man es im Garten an allen Ecken und Enden. Aber hat nicht nur negative Seiten, diese Pflanze, sondern auch sehr viele positive Seiten. Und die zeigt uns jetzt die Uschi. Was tut man nicht alles für ein schönes Dekolleté? Ich wirf mich sogar einem sogenannten Unkraut in die Arme. Aber das Hirtentäschel kann schon ein bisschen mehr als nur am Wegesrand so dahin wachsen. Und so schaut er aus, der kleine Faltenkiller. Man erkennt das Hirtentäschelkraut an den kleinen weißen Blüten und auf jeden Fall an diesen kleinen herzförmigen Schoten, da sind die Samen drinnen. Wegen der zusammenziehenden Wirkung ist man allgemein der Meinung, Hirtentäschel gehört zu den besten blutstillenden Heilpflanzen überhaupt. Und ich weiß aus Erfahrung bei Nasenbluten, ein bisschen Hirtentäschel abgepflückt, zerquetscht, in die Nase gestopft, schaut zwar urkomisch aus, aber wirkt sofort. Und außerdem kann es herrlich den Blutdruck regulieren. Und so ein Blutdrucktee, der ist auch sehr schnell und einfach gemischt. Ein Teil Hirtentäschel, ein Teil Schafgarbe und ein Teil Johanniskrauttee. Und diesen Tee kann ja übrigens Menschen, die mit Krampfadern zu tun haben, sehr empfehlen. Und wie schon angesprochen, das Hirtentäschel macht auch die Haut vom Dekolleté elastischer. Und mich stört es immer so wahnsinnig, wenn ich da früh munter wäre. Ich habe so klar zusammengelegt, geschlafen und da sind diese kleinen Knitterfällchen. Und ich habe mir gedacht, ah, das probierst du jetzt einmal aus, dieses Hirtentäschel. So frei nach dem Motto, hilft's nix, schaut's nix. Entweder sie machen aus dem Hirtentäschelkraut einen starken Tee und machen dann Umschläge mit diesem Absud. Oder sie stellen so wie ich ein Dekolletéöl her. Geht ganz einfach. Sie brauchen nur ein Einmachglas und natürlich die frischen Pflanzen. So, jetzt wird das Hirtentäschel einmal geköpft, ein bisschen was abgeschnitten, kurz gequetscht. Das hat den Sinn, dass die ätherischen Öle frei werden. Das gebe ich mal da hinein. Und andere Pflanzen haben ähnliche Wirkstoffe, die unterstützen dann das Ganze, nämlich der Löwenzahn, Blüten oder auch die Blätter, je nachdem, was gerade in der Nähe wächst, die Gundelrebe. Ganz wunderbar davor geeignet, wird ebenfalls gequetscht und auch der Efeu. Nein, Efeu, den hat man bald einmal im Garten oder irgendwo in der Nähe. Blätter ein bisschen zerreißen. So, und das Glas so füllen, dass oben auf jeden Fall noch genug Öl drauf passt. Ich habe jetzt einmal ein gut, qualitativ gutes Bioöl vorbereitet. Sie können aber auch Aprikosenkernöl oder Mandelkernöl verwenden. Das ist wohl ein bisschen teuer, aber Sie kriegen es in jeder Apotheke und sehr gehaltvoll. Immer darauf schauen, dass alle Pflanzenteile gut bedeckt sind. Also wirklich bis hinauf anfüllen. Sonst besteht die Gefahr der Schimmelbildung. Im Notfall die Blätter noch ein bisschen runterdrücken. Zumachen, das Ganze ruht jetzt wieder ein paar Wochen, so bis zu 6-8 Wochen auf der hellen Fensterbank. Dann werden die Pflanzen abgeseiht und das fertige Öl können Sie dann entweder gleich in der Früh nach der Morgendusche oder vorm Schlafengehen ordentlich einmassieren. Und selbstverständlich können Sie dann auch noch ätherische Öle wie zum Beispiel Grapefruit oder Pfefferminz dazugeben. Hat eine schöne Duftkomponente.
Auch sämtliche andere Körperteile können mit diesem Pflegeöl gepflegt werden. Zum Beispiel auch die sehr zarte Haut unter dem Dekolleté. Bei einem Spaziergang durch den Park kommt man nicht nur an herrlichen Bäumen vorbei, sondern auch an Kunstwerken, wobei dieser Turm hier eher wie eine Ruine ausschaut. Ja, das ist ein Kunstwerk des amerikanischen Künstlers Mark Dion, das er hier im Jahr 2007 geschaffen hat. Und mit dieser Aktion von Kunst im öffentlichen Raum hatten wir die Möglichkeit, etwas nachzuholen, was für Landschaftsparke eigentlich sehr typisch ist, nämlich dass Kunstobjekte im Park sind, Kunstruinen, Grotten und so weiter, hat man im 19. Jahrhundert gemacht. Das gab es hier relativ wenig und so wurden im Laufe der letzten 5 Jahre 6 Kunstwerke im Park verortet, die alle eine Beziehung zum Park haben, zu Landschaftsgärten und zur heutigen Zeit. Wobei das größte Kunstwerk ist eigentlich der Wolkenturm. Das sehe ich auch so, was ja eigentlich die Freiluftbühne ist, wo hier im Sommer die großen Konzerte stattfinden. Aber nachdem diese Bühne, dieses Objekt ja das ganze Jahr dort steht, finde ich, ist eine wirklich gelungene Arbeit, dass es etwas ist, was, auch wenn es nicht bespielt ist, ein Kunstwerk ist, das hier im Raum steht. Wie sieht die Zukunft vom Schlosspark von Grafenegg aus? Ich glaube, der Park wird immer weiter bearbeitet werden. Es wird immer wieder neue Sachen geben. Es wird Sachen geben, die man restaurieren muss. Es wird auch Sachen geben, die man neu schaffen kann. In diesem Jahr wollen wir eine größere Wasserfläche dazu schaffen. Etwas, was in diesem Park es schon gibt, aber noch nicht so viel. Also das wird, glaube ich, eine sehr schöne Neuerung für uns werden. Ein wunderbarer Frühsommerspaziergang durch den Park. Danke vielmals für die Begleitung. Ich danke für den Besuch. Ein Buchtipp zur heutigen Sendung. Historische Gärten und Parks in Österreich heißt das Buch, das im Böhlau Verlag erschienen ist, wo auch Grafenegg, der Schlosspark von Grafenegg, enthalten ist. 50 Anlagen werden beschrieben mit schönen Farbbildern und alten Abbildungen. Und es wird gezeigt, wie notwendig der Schutz dieser Gartenanlagen ist und dass noch viel zu tun ist. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie wie immer im Internet unter naturimgarten.at. Und da können Sie auch gewinnen, und zwar schöne Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen, wenn Sie wissen, wie oft wird eine Blumenwiese normalerweise gemäht. Wenn Sie einen schönen Garten haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir suchen schöne Gärten, die wir dann mit der Kamera besuchen können. Schreiben Sie uns ein E-Mail an gartentelefon@naturimgarten.at. Vielleicht dürfen wir schon bald bei Ihnen zu Gast sein. Das war's für heute. Das nächste Mal besuchen wir einen Garten in Wien unter dem Motto: Wiener Charme trifft auf englische Gartentipps. Bis dahin viel Spaß beim Garteln. Uralte Baum. Was will ich sagen? Bäume. Baumriesen. Ja. Baumriesen. Das haben wir ausgemessen. Eindeutig, das ist der. Ich hab's ausprobiert, weil immer, wenn ich so. Riech's aus.